Hey. Ja, Mann. Ja, herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Runde irgendwas. Ach, ihr seht noch gar nicht, was es ist. Es ist Stranded Deep und der gute No Budget Nerd. No Budget Nerd. Das war wirklich gar nicht aufgesetzt. Das war so schlimm. AKA Michi. Ja. Hab mich darauf gebracht, der findet es übel geil und hat jetzt auch schon ein paar Stunden investiert. Und ja, wir hatten vor 2 Wochen, 3 Wochen. Ich glaube, 3 Wochen waren das. 3 Wochen irgendwie den ersten Aufnahmeversuch gestartet und die Aufnahme war eigentlich geil und dann ist uns aufgefallen, dass wir eigentlich viel zu schlecht waren, um das irgendwie präsentieren zu Ja, wollen. ich glaube, du wurdest instant vom Schwein getötet oder so. War das was? Vom Schwein und dann eine Krabbe hatte ich irgendwie Genau, einfach. ich Schwein, nee, eine Krabbe, die habe ich noch umgelegt und dann kam Schwein Ja, und dann genau, war dann das kam das doof. Schwein und hat ihn einfach Ne? Also es weggemacht. ist. Für die, die es nicht kennen, das ist jetzt mal blöd, ist ein Survival-Spiel. Wir stranden auf einer Insel und ja, müssen da eigentlich überleben. Eigentlich nichts anderes als 7 Days, nur halt realer Genau, etwas. und wesentlich oder weniger komplex, also was das Bausystem und sowas alles angeht, aber es halt der Survival-Faktor an sich ist einfach mehr gegeben als in 7 Days zum Beispiel. Und das Setting finde ich zum Beispiel übel geil, aufgrund von, das ist so eine Art Robinson Crusoe-Setting, oder auch Freunde vom Film Castaway, verschollen mit Tom Hanks, werden da ihre helle Freude dran haben. Stürzt halt ein Flugzeug ab, paddelt zu einer Insel und dann versucht am Leben zu bleiben. Ne? Nee, was doof ist, das Spiel geht im, weiß kein Mensch, warum das so ist, im Koop nur in Splitscreen. Ja. Weswegen wir hier jetzt so eine coole Aufnahme mit uns beiden drin haben, ne, trotz Corona, ja. Liegt einfach daran, ich kann das Ganze auf 2 Monitore aufteilen und dann kann ich meinen Teil filmen. Und das sieht ganz normal aus wie 1080p und Michi spielt hier nebenan. Ansonsten wäre das nämlich so, dass das Ganze in der Genau. Mitte einfach durchgehackt wäre. Und wir haben schon einige Let's Plays auf YouTube gesehen und da war es halt so, wo man halt auf einem Bildschirm zwei Bildschirmabschnitte hatte und es sieht einfach kacke aus. Genau. Das gehört sich einfach nicht. Ne? Eben. Und dann haben wir uns gedacht, machen wir das mal richtig. Also abgesehen davon, dass ich immer noch ein Vollnulpe bin und gerade mal einen Tag überlebt habe, wie ich gerade sehe. Aber Michi ist ja erfahren, der kriegt das, der zieht mich da durch. Das ist überhaupt kein Ding. Ich versuch's. Es ist natürlich schwieriger, mit zwei Leuten den Wasserhaushalt so hoch zu halten, wie es eigentlich sein müsste. Ne, deswegen wollen wir Kleinigkeit. mal sehen, wie wir uns schlagen. Ne? Kleinigkeit. Und Kleinigkeit, das Problem Michi. ist natürlich, wenn wir uns Nahrung beschaffen, das wird größtenteils aus dem Meer sein. Und was gibt es im Meer natürlich? Böse Fische, Haie. Ne? Ne, von Hammerhaien über Böses Fische finde ich Tigerhaie. gut. Ja, Ja, genau. schiebst du eigentlich nie sowas zu sagen? Nein, warum sollte ich? Das nicht. Böse Fische? Das ist ein Hai, kein Fisch. Haie sind Fische, du. Das ist ein Hai. Ein Hai ist ein Hai. Ein Hai ist ein Fisch. Er hat Kiemen. Er atmet durch Kiemen. Also ist er ein Fisch. Er ist kein Säugetier. Nee, das sicherlich nicht. Aber ich weiß nicht. Ich assoziiere Hai nicht mit Fisch. Das heißt doch nicht umsonst Haifisch. Aber man sagt kurz Hai. Leute, deabonnieren. Nein, okay, dieser Gag ist schon ganz alt, ich weiß, Ja, aber gut. damals, als er noch 11 Abonnenten hatte, als ich gesagt habe, ne, alle abonnieren, alle 11, ne, da haben wir uns tagelang drüber lustig gemacht. Ich glaube, jetzt mittlerweile zieht das nicht mehr. Doch, es zieht immer noch, es sind nur 90. Es ist halt immer noch nicht. Also, ne, hier, Schon Abo-Knopf. 90. Abo, Abo. Warte, wo ist der? Also, nein, also Ich muss den. gucken. Der müsste jetzt, ich muss Spielfertiger denken, hier runter, hier irgendwo. Ne, hier, da. Da ist der Abo-Knopf und da ist auch eine Glocke. Beide drücken. Ne, ganz schlechte Werbung jetzt. Nein, also er hat die Abos schon verdient. Er macht seinen Job schon gut und also ruhig abonnieren, Tue ich ne? nicht. Doch, tut er. Ja, mach mal. Es macht die Leute, wir labern schon wieder viel zu lange hier. Wir sollten eigentlich schon längst Mach gar nichts. spielen. Stimmt. 3, 2, 1 und los. So, und damit herzlich willkommen nochmal jetzt in-game mit Bildschirm und so. Richtig cool. Was hatte ich gerade gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Ist auch scheißegal. Wir machen jetzt einfach ein neues Spiel.
Ne, der Michi hat ein bisschen mehr Erfahrung, wie Also gesagt. der Ragnar hat vorhin gesagt, da wir jetzt ein Koop-Spiel anfangen, werdet ihr kein Intro sehen. Ne? Stimmt. Und, aber der Ragnar wird das so reinschneiden, dass er das Singleplayer-Game-Intro vorher reinschneidet und Genau, dass ihr das trotzdem seht. Das nehmen wir dann nochmal auf und dann Zauber, Zauber. Magic! Mit meiner Schnittmagie. Werden wir das schon hinkriegen. So, nicht wundern, das sieht jetzt alles ein bisschen abgehakt aus. Das wird gleich in-game wesentlich besser sein. Ich werde mich noch fünfmal über die Steuerung beschweren, weil das irgendwie ganz komisch ist mit der Maus, wenn ich auf einen anderen Bildschirm wechsle, aber ignoriert das. Oder auch nicht. Oder was weiß ich. So, wie spielen wir? Wir spielen mit Welt, zufällig natürlich. Wir spielen im Koop, ne? Mit Mann und Frau. Das ist meine sexy Lady. So, Schwierigkeit lassen wir mal lieber normal. Wildtiere auch. Geschlecht. Ich bin der Kerl, er ist meine Patch. Und Permadeath lassen wir mal lieber, weil ich so eine Lusche bin. Kann ja sein. Ja, am Anfang ist es tatsächlich echt schwer. Ja, und ne, bevor wir jetzt hier lange labern, wird mein Let's go. Spielstand jetzt überschrieben, den ich bis eben noch hatte, was ein bisschen tragisch ist für mich, aber naja. Ich kann es dann halt nicht Singleplayer Das spielen ist und auch dann. ein bisschen echt übel, dass man nicht mehrere Spielstände gleichzeitig haben Ja, kann. tatsächlich. Ne? Ne? Ich opfere quasi meinen Spielspaß mit dem Spiel für diese Let's Play-Reihe mit dir. Was für ein Mann. Was für Quasi ein Mann. für dich. Was für ein Und Mann. natürlich euch. Also, Was für aber ein das ist Mann. ein anderes Thema. Wir sind auch schon gestrandet und da ich der Kerl bin, paddel ich, ne? Okay, Haben wir beim paddeln. letzten Mal, glaube ich, schon. Ja, wir sind jetzt hier auf jeden Fall abgestürzt, ne? Habt ihr ja gerade gesehen. Und müssen jetzt erstmal hier ein bisschen an Land paddeln. Genau. Und ihr seht, das Spiel ist echt hübsch. Ja, es sieht tatsächlich ganz schicki aus. Er will sich nicht mal hinsetzen. Es. Oh, guck mal nach hinten, da habe ich gerade einen Hammerhai gesehen. Was? Nee, Die sind nee, echt das. fies. Lass mal. Und jetzt ist hier gerade Brandung. Scheiße. Ich wollte eigentlich nicht gleich da auf die Steine auflaufen. Pass auf, dieser lila Seestern hier, an dem du da vorbeigepaddelt bist, der Ja. ist echt, der kann dich vergiften, das ist echt nicht gut. Oh. Danke für den Hinweis. Oh, ich Ich werde. zieh dich mal, ich zieh dich mal an Land, Ich danke dir. weil wenn man etwas nicht will in diesem Spiel, ist, dass das Floß wegtreibt, denn ansonsten, dann ist man ganz schön am Popo. Nee, dann lassen wir das. Dann machen wir das lieber nicht. Ich mache mir hier erstmal ein Messer. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wie das alles war hier. Genau, so war das. Und irgendwie bauen war so, genau. Und jetzt kann ich mir ein Steinwerkzeug machen und kann dann schon mal Sachen kaputt hauen. Bisschen Holz nehmen wir gleich mit. Ne, wir machen jetzt Holz halt ist wichtig. erstmal die Basics. Ne, erstmal müssen wir hier so ein paar Setzlinge kaputt hauen. Ne, und so rudimentäres Werkzeug bauen. Genau. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach, weil gerade auf dieser Startinsel am Anfang gar nicht so viel Kram rumliegt. Deswegen ist es besonders wichtig, zwischen den Inseln hin und her zu hoppen. Und das ist natürlich mit diesem kleinen Rettungsboot gar nicht so leicht, denn erstens ist es ficke langsam. Ja. Zweitens ist es sehr anfällig für Getier. Also Haie können da ganz gerne mal Genau, gegen also. boxen und Und ist ich nicht sehe so jetzt auch angenehm. schon, mir fehlen hier schon jetzt eine ganze Menge. Wollen wir es eigentlich wieder so machen, dass wir direkt auf eine zweite Insel weiter übersetzen? Weil ich kriege jetzt noch nicht mal ein Messer zusammen. Merke ich gerade Wenn mal. du einen Stein hast, kriegst du so einen Ja, Faustkeils. den habe ich ja schon. Ne, die Faust, das kannst du doch sehen. Kannst du ja nach links gucken. Aber mit Messer wird es jetzt auch schon bald eng. Ne, ich würde sagen, wir schlagen hier ein paar Palmen und dann setzen wir über. Dann hatte ich dir, ich hatte ja zwischendurch auch mal eins angefangen. Da habe ich Michi erstmal meinen kleinen Palmwedel-Trick erzählt. Den ich ihm strikt geraten habe, nicht zu nutzen. Denn die Palmenwedel,
sind gut für den späteren Wasserdestilliere, aber noch besser sind tatsächlich die kleinen Palmensetzlinge, die wachsen nämlich täglich nach. Ja, tatsächlich, das meine ich aber auch gar nicht. Ich meine das Messer, den Transporttrick. Ja, den Transporttrick, ja. Den finde ich tatsächlich extrem gut. Ne, ich kann jetzt nämlich hier diese Palme klein hacken. Hack, hack. Also so gut das geht mit so einem pimmligen Messer halt. Und Das zack. ist schon Könnte den dann logisch. tatsächlich auseinandernehmen. Kann jetzt hier auf diesen Wedel draufhauen. So, und jetzt. Nee, kann ich noch nicht. Okay. Ich muss noch ein bisschen. Ich hatte beim letzten Mal eine Axt, das ging schneller. So. Genau, jetzt kann ich nämlich diesen Dings aufnehmen. Ne, muss man. Und dann habe ich hier die ganzen Palmenkopf halt in der Hand. Richtig. Und den hätte ich jetzt aber jetzt kaputt kloppen können und dann wäre da einfach nur links draus geworden. Palmenblätter. Davon kann ich aber nur 4 Stück stacken. So kann ich Ja. 5 von diesen Palmen stacken und habe dann irgendwie 20 oder 4 von diesen Palmenköpfen stacken und habe 20 Blätter in der Hand. Die Ganz brauchen wir genau. tatsächlich auch für Flüssigkeitsgenerierung Ja. und so ein Kram. Und deswegen ist das denn doch ganz wichtig. Und einfach gucken, wo man mit dem Material bleibt. Es ist anfangs tatsächlich echt schwierig, mit seinen Sachen zu haushalten. Also ich habe Ja. tatsächlich drei Versuche gebraucht, bis ich gecheckt habe, wie ich etwas mache, ohne permanent zu verdursten. Ja, ist kein Witz. Ja. Also Durst und Sonne sind hier tatsächlich dein echt größtes Problem. Ja. Die UV-Strahlung, kannst Genau, den Leuten kann mal ich auch gleich mal zeigen. deine Survival-Uhr zeigen. Ja, zeige ich den auch gleich. Ich will nur einmal hier, haben wir diese Du Uhr. sagst schon, deine Haut ist schon sehr rot. Das Genau, wir heißt, sind schon. es ist nicht mehr weit Steht auch oben hin. rechts im Übrigen. Naja. UV hoch. Ne, Deswegen ab und und zu mal ein das. bisschen tauchen, denn Genau, kann dann sinkt man der Wert hier wieder. tatsächlich noch durchklicken. Ich bin gesund, das ist erstmal gut. Ich kann schon ein bisschen sammeln und man halt die Skills. Das ist eine ganz coole Form, diesen Skillbogen einfach umzusetzen. Jagst du uns was zu essen? Wenn du uns ein Feuerchen baust, dann mach ich das gerne. Ich würde das hier noch gar nicht machen wollen, aber dann können wir das schon gleich auf die zweite Insel mitnehmen. Vielleicht so ein paar Crabs, die hier rumeiern. Ach, scheiße, jetzt habe ich genau das gemacht, was ich nicht machen wollte. Ne, jetzt sind hier natürlich die ganzen Palmwedeln einzeln. Das galt es eigentlich zu vermeiden, aber ich habe nicht aufgepasst. Ich war hier einfach zu motiviert. So, und genau, beim letzten Mal war auch das Problem, wir haben gedacht, wie können wir denn den Bauskill und sowas verbessern, weil wir bestimmte Sachen nicht bauen konnten. Ja, da waren wir einfach dumm. Genau, es ist tatsächlich so, dass wir einfach das richtige Werkzeug nicht hatten. Richtig. Wow, was ist. Alter! Fly away, Motherfucker. Gut, tatsächlich Entschuldigung. ist die Grafik manchmal noch ein bisschen seltsam, ne? Also hier, gerade wie hier das Messer wieder schwingt und nachzieht, nervt mich persönlich schon enorm. Also, mich nervt tatsächlich. Ich mag dieses Spiel echt gerne. Bin ich. Ich spiele es echt super gerne. Es gibt aber ein paar Sachen, die ich einfach so absolut unlogisch finde. Aber da werden wir dann nachher drauf kommen oder zurückkommen, wenn es denn soweit ist. Ne? Aber einige Sachen, wie zum Beispiel das Stacken von gewissen Gegenständen, einige Sachen kannst du bis 20 Sachen stacken, Ja. andere bloß 4. Ne? Ich, Und mein Messer ist weg. das ist schon mal schlecht. Du hast es fallen lassen wahrscheinlich. Möglich. Ich habe es nicht richtig festgehalten. Ärgerlich. So, ich war doch gerade hier. Ich glaube, das sehe ich nie wieder. Das kommt nie wieder zurück. Ich sag dir das. Wir müssen hier weg. Ich brauche jetzt mal einen Stein. Habe ich noch einen Stein? Gut, dann kann ich mir auf jeden Fall so einen. Ich habe mir jetzt auf jeden Fall schon mal eine grobe Axt gebaut, Alter, wieso hast du schon so cool Stuff? weil ich mir das erarbeitet habe Er tatsächlich. arbeitet am Arsch. Nein, wirklich. Hast du denn Also, dafür getan, bitteschön? ich habe meinen Arsch hingehalten. Naja. Nee, du hast hier Kleinkram eingefrickelt. Nein, tatsächlich So, nicht. was brauchst du denn da jetzt schon Schönes, sag mal? Ich Ihr seht das ja nicht. werde mir jetzt versuchen, einen Hammer zurechtzuzimmern. Alter, wie viele von diesen kleinen Dingen hast du denn gefunden, sag mal? Naja, einige. Ja, ich merke das schon. Deswegen hatte ich nur ein Messer. Wenn du schon wieder noch ein Seil machen konntest. Weil vielleicht wäre es cleverer. Wenn das Seil eher nochmal in eins meiner Messer investiert wird. Ich kann versuchen, dir noch ein Messer zu bauen. Das kannst du mal machen.
Aber es wäre schon gut, wenn du deins wiederfindest. Also, Das es finde ist schon ich. ziemlich kacke gelaufen jetzt. Ja, das ist dann halt einmal Pech. Ja. Ne, Survival-Situation, hast du das Messer weggelegt und dann ist es wie es ist. In einer Survival-Situation legt man sein Messer einfach nicht weg. Tja, das sagst du. Das weiß ich. So ein. Ach, das weißt du. Du warst du schon in Survival-Situation. Ich bin mit dir befreundet, da ist jeder Tag eine Survival-Situation, Ja, Alter. es ist angenommen. Okay, der war gut, oder? Ja, der war, ja, muss man ihm lassen. Ne? Ich darf ja nicht immer allzu assi sein. Ich hack jetzt hier mit meinem Faustkeil erstmal einen Baum kaputt, wie sich das gehört. Ja, was war denn jetzt eigentlich der Plan? Überleben, Wir oder? setzen jetzt erstmal gleich über, ja. Ich sammle jetzt noch ein bisschen Holz ein. Zack, einsparen. Ich muss mich auch schon Oh, wieder ja, abkühlen. scheiße, ich muss ins Wasser. Ja, uns geht jetzt schon, also meine Nahrungs- und Wasseranzeige geht jetzt schon übel runter. Das ist nicht gut. Wir sollten uns jetzt mal ein, zwei Kokosnüsse einverleiben. Damit wir Ja, unseren. meinst du nicht, wir schaffen das noch rüber? Ja, ich versuch's. Also ich bin jetzt schon. Oh, ich bin jetzt schon am Rande des tieferen Wassers. Und da wird einem manchmal schon etwas unwohl. Man weiß nämlich nie, was aus der. Oh, ich habe eine Kiste gefunden. Das ist schon mal sehr gut, was aus der Das ist geil. Entfernung auftaucht. Die nehmen wir mal mit. Zack, das ist auch ganz cool. Man kann die Sachen tatsächlich Ja, so das ist rumschleppen. tatsächlich ein sehr geiles Feature. Haben leider viel zu wenige Spiele. Ja, tatsächlich. So, ich brauche mal ein bisschen Schatten. Da werde ich die mal auspacken. Gucken, was wir da so Schönes finden. Ne, also man kriegt die UV-Dinger natürlich auch im Schatten ein bisschen runter. Ich muss ganz ehrlich sagen, Nichts. mich nervt die Musik in diesem Spiel. Findest du? Ja. So, was haben wir denn da? Wir haben Transportmittelfiltereinheit. Wir haben eine Sauerstoffflasche, was glaube ich sehr gut Das ist. ist sehr gut. Die bräuchten wir nachher oder später für ein Tauchergehege? Feingewehr. Für ein Gewehr. Ja, also für so ein Luftdruckgewehr, wo man dann Harpunen mit verschießen kann. Okay. Und ich habe mir so eins in meinem Safe Game gebaut und habe damit schon drei Haie erledigt. Und ich war so stolz, dass ich meinen ersten Tigerhai erledigt habe. Ja, er hat mir tatsächlich ein Foto geschickt. Ja, kannst du per mal WhatsApp. einblenden, wenn du möchtest. Ja, ich blende das mal ein. Und das war tatsächlich, also ich war geflasht. Geflasht. Sehr, sehr geflasht sogar. Flasht mich hier. Du hast ja auch eine Kiste gefunden, das ist ja schön. Wollen wir nicht die ganze Kiste mitnehmen? Habe ich vor. Ach so, gut. Okay, war da noch mehr? Ich weiß es jetzt gerade nicht, aber ich würde sagen, wir kühlen es noch ein bisschen ab und dann sollten wir Ja, bevor es dunkel wird. eventuell. Bevor. Obwohl, ich glaube, das wäre gar nicht so gut, wenn wir ohne Speere oder ähnliches auf die nächste Insel setzen, weil du weißt, was beim letzten Mal passiert ist. Yeah. Krabben und Schweine. Ich weiß gar nicht, was brauchen wir denn für ein Speer? Tatsächlich bloß. Bloß ein Holzstamm. Ja. Hab ich doch genug von. Traub ich doch einfach mal ein hier. Plopp. Und damit können wir dann auch was erjagen. Das ist doch die Idee. Dann machen wir doch mal ein paar Speere und dann geht er los. Alles easy peasy. Weißt du, was Kacke ist? Durch das ganze Gelaber weiß ich gar nicht, wie lange die Folge jetzt geht. Aber meine Satisfactory Community hat sich ja über die Länge der Folgen und so beschwert. Daher machen wir tatsächlich nur eine halbe Stunde. Ich stelle mich hier selten bei Folgen. Ja, ne? Dafür gibt es ein, zwei Folgen mehr. So, jetzt ist meine Maus schon wieder weg. Das ist. Ne? Boah, Konsole. What? Was macht denn sowas? Ich weiß nicht. So ist sie weg. So. Jetzt gucke ich, dass meine Maus wieder da ist. Ja, sie ist. Jetzt ist sie wieder weg. Sie verschwindet einfach aus dem Bild. Das ist auch geil. Ach, leck mich doch. Komm. Und jetzt. Oh, dieses Problem hatten wir tatsächlich auch beim letzten Mal. Warum das so ist, ich habe keine Ahnung. Hast du noch Platz im Inventar? Ich weiß gerade nicht, wieso kann ich diese Speere nicht bauen? Dafür brauche ich wahrscheinlich ein Messer, ne? Nee. Einfach nur Holz. Also ich habe mir jetzt viel Speere Also es gebaut. reicht doch, wenn man daneben steht, oder nicht? Theoretisch ja. Theoretisch, was ist denn mit praktisch? Okay, ich nehme die aber. Kannst du mal gucken, ob du hier bauen kannst? Was möchtest du denn Weil, gebaut haben? ne, Speere. Achso, warte hier. Eins, zwei, ich droppe den zwei gedroppt. Nimm doch alle und bauen einfach mehr. Entschuldigung. Also ich kann jetzt ich kann jetzt nichts mehr aufnehmen. Also ich bin voll. Auch Ach, meine man Kiste kann. ist voll. Ach, man kann nur ein Speer tragen. Nee, du kannst vier tragen. Ne, dann mach mir doch, dropp mir doch mal vier und dann baust du einfach mehr. Jetzt müsstest du wieder drei haben. So, aber es war doch so, dass man auch bauen kann, wenn der Scheiß da nur liegt, oder nicht?
Nee, also hast du noch nicht Weil hier auch übrigens. einmal, ne, ich könnte einen bauen, steht da. Na wo? Da Ja, aber du unten. bist noch nicht Level 1 anscheinend. Das ist doch Quatsch. Ich habe das Werkzeug nicht. Das haben wir beim letzten Mal festgestellt, dass das totaler Blödsinn ist. Weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. So, komm doch mal her und guck mal, ob du mehr bauen kannst. Ich Während du kann ka theoretisch mehr bauen, ja. Okay, du hast jetzt vier und ich habe vier und dann haben wir vier gestackt beide und dann sind wir doch cool drauf So, da eigentlich. liegt noch einer. Kann man fünf stacken? Nee. Gut, ich bin auch so ziemlich voll. Ich habe. Was ist denn in deiner. Wo ist deine Kiste? Meine Kiste liegt im Floß schon. Achso. Habe ich da schon Ja, das ist reingeschmissen? vielleicht eine Idee. Wo ist das Floß? Oh, ich seh auch gerade, es wird langsam dunkel. So, ja, dann brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr losfahren, oder? Ja, ohne Licht mehr auf einer Insel ist. Ist ein bisschen schlecht, ja. Ja. So, ich gönne mir jetzt erstmal eine Kokosnuss. Die. Ich denke, ich sollte uns mal Unterstand bauen, oder? Was hältst du davon? Ressourcen da, ist klar. Why not? Ne, dann nutzen wir einfach den nächsten Tag und fahren. Ja, wäre wahrscheinlich nicht gefehlt. Also ich brauche Dann noch gehe ein ich auf. Seil. Ja, habe ich nicht. Habe ich gerade gedroppt. Das ist Dann schön. brauche ich drei Stöcke. Liegen hier? Drei, Nee, nicht zwei. einer ist Speer. Doch drei. Nee, das ist auch ein Speer, scheiße. Ich habe keine Stöcke mehr. Du müsstest dir mal einen noch droppen. Habe ich noch welche auf Hand? Nee. Aber ich kann welche klein hacken. Was ist mein Faustkeil? Warte mal, ich schmeiß mal eben die Dings hier hin. Jetzt haben wir wenigstens kein UV-Problem mehr. Ich mach mal die Kokosnüsse hier hin. Jetzt habe ich mein Messer schon wieder weggeschmissen. So. Ich wechsle tatsächlich nicht so schnell, wie er sollte. Das ist einfach das Problem. Ne, also ich habe den nächsten Gegenstand schon angeklickt quasi. Aber er kommt einfach nicht. Okay. Ne, und ich bin dann schon beim Droppen und er ist noch dabei, sein Messer wegzustecken und die Stecker rauszuholen. Ich brauche Ja, ich hol Holz. vier Palmwedel. Die liegen auch noch hinten rum. Geh doch mal einmal um die Insel rum. Da habe ich welche liegen lassen. Wieso kannst du denn jetzt schon wieder. Willst du mich rollen oder was? So. Ja, das Aufnehmensystem hier ist manchmal auch ganz schön ätzend, weil wenn du dein Radialmenü voll hast, kannst du nicht einfach mehr so das Item wechseln. Bei einigen Items ist es auf jeden Fall so. Dann musst du erst ein Item droppen, bevor du ein neues auswählen kannst. Ja, Das ist es so ist dumm gelöst. auch schon wieder mein Messer. Ich krieg eine Macke, echt jetzt. Messer. Jetzt sehe ich hier natürlich gar nichts mehr. Ja, das ist Wo hat er natürlich denn ein jetzt Problem. dieses blöde Ding hingedroppt, ey? Ich krieg eins zu viel. Jetzt ist natürlich stockfinster. Ja, dann mach du das mal. Ich guck mal, habe ich noch einen Stein? Ich habe noch einen Stein. Das heißt, ich könnte mir zumindest immer wieder so ein Steinwerkzeug bauen. So. Jetzt ist mal wieder ein Keil. Wo wollen wir den Unterstand hinbauen? Hast du ihn gefunden? Die Ich habe Palmwedel, die vier Karte? Palmwedel, ja. Ich muss sie erstmal Also hast du zurückfinden. extra abgeschlagen oder hast du das genommen, was ich hier noch hatte? Was sagst du? Hast du es extra abgeschlagen oder? Ja, ich habe es extra abgeschlagen. Ich habe nur noch eins so rumliegen sehen. Hä? So. Drop mir So. mal hier die Stöcke hin. Die Warte Stöcke mal, ich hin. drop hier erstmal die. Und den glaube ich dann noch klein. Den haben wir. Zack, zack, zack. Okay, du hast natürlich eine Axt, womit das viel, viel schneller und besser geht. So, dann bau doch mal einen Unterstand. Jetzt sieht sich das zurecht hier. So, das So. können wir theoretisch. Schlafen gehen, ne? Ja, wäre wahrscheinlich nicht verkehrt. Ja, Allerdings, sollten wenn wir wir auch. jetzt schlafen gehen, dann haben wir am nächsten Tag echt Hunger und echt Durst. Und das Sollten. wird ein Problem. Dann wollen wir noch nicht. Dann sammeln wir uns vorher noch eine Krabbe, was wir zu sagen. Dann sollte ich uns auch noch vielleicht ein Feuerchen bauen. Genau, bauen wir ein Feuerchen. Ich Dann gehe hole auf ich ein bisschen Krabbenjagd. Holz. Zap. Ich hoffe, dass ich die im milden Mondlicht hier noch erkennen kann. Ich habe uns jetzt eine Fackel gebaut, versehentlich. Tch, Idiot. Aber da liegt doch genug Holz rum, oder? Also Fackel ist halt auch gut. Irgendwo sicherlich. Können wir definitiv auch gebrauchen. Ach, ich brauch vier Holzstöcke, jetzt mal ohne Scheiß. Oh, ich habe auch einen Bonus gefunden. Und eine Gönn Krabbe. dir. Das sind drei. Nicht genug Du Platz im hast einen Moment, Stier oder? hier fallen lassen. Ach, guck mal. Ach, die
Krabbe habe ich jetzt an meinem Stock dran. Ja, die musst du, absammeln. Ja, kann ich nicht, weil mein Inventar voll ist. Dann droppe ich doch einfach erstmal die Kokonuss. Ich habe uns ein Feuer organisiert. So. Jetzt ist die Krabbe echt ab, weil ich was anderes ins Inventar getan habe. Und die Krabbe rennt hier wieder rum. Ich krieg eine Macke. So, wie kann ich die da jetzt absammeln? Also ich mach's auf R2. Ach, da ist sie. Krabbe. So. Na, dann ist mein Speer kaputt oder was? Ohne mich rollen? Eigentlich nicht. Alter. Also. Ha, seht euch nur mein Werk an. Ich habe Feuer gemacht. Bitches. Ich mach Krabben. Wenn man kniet, kann man tatsächlich nicht angreifen mit dem Speer. Das ist ein bisschen doof. So. Wie sammle ich den da jetzt von? Schnuckelhase, wo bist du denn? Hallo. So. Jetzt habe ich wieder viel. Okay, kommen wir zum Feuer. Dann müssen wir die häuten. Ja, ich muss jetzt mal. Also, ich weiß tatsächlich. Ah, jetzt kann ich sie absammeln. Okay. Du brauchst natürlich auch Platz im Inventar. Ja, ja, das ist klar. Und dieser Platz im Inventar, das ist auch so ein Ding. Man kann sich Werkzeuggürtel bauen. Und diese mit deinen wichtigsten Werkzeugen belegen, wie zum Beispiel Axt, Hammer, was das ja. Weg, man sich ranmachen will. Ne? Und diesen Werkzeuggürtel hat man als Gürtel. Da packt man sein Werkzeug ran. Das Zeug hat ja nicht mehr im Radialmenü zu sein, was es aber trotzdem noch ist. Ja, das ist halt. Und das nervt mich so unfassbar. Da machen diese Werkzeuggürtel überhaupt keinen Sinn. Ja. Beam Team, WTF. Echt jetzt. Ja. Also jetzt tatsächlich, das finde ich auch übelst kacke. Ich kann halt mit diesem Faustkeil. Kann ich diese Krabbe nicht häuten? Ich kann sie nicht nur auf Platz in den Metall. Ich flippe aus. Sonst gib mir doch einfach dein Messer. Ich mach's schon. Achso. Gut, machst du das halt. Wir brauchen hier noch einen Stock, ne? Damit wir was aufschließen können. Das ist äußerst schlecht. Ja, das ist auch so ein Problem. Man kann tatsächlich nur ein einzelnes Fleisch. Ach, komm mal. Mein Radialmenü ist voll. Ich muss jetzt irgendwas droppen, damit ich das Fleisch auswählen kann. Es ist so lächerlich. Es ist so ja, lächerlich. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen. Ein bisschen lame. Ich hab jetzt nochmal wieder einen Stock mitgebracht. Ja, dann jetzt habe ich wieder nur. Achso, weil ich den einen in der Hand habe. Das ist halt auch affig. Ja, das ist. Ne, dass da denn einer von vier steht, wenn ich jetzt einen aufnehme, das ist einer von drei. Ja. Leute, ihr merkt zwar gerade, wir meckern tatsächlich echt viel rum, aber wenn man sich daran gewöhnt hat und das System dahinter verstanden hat, dann macht's echt Spaß. Ne? Ja. Obwohl es so unglaublich unlogisch ist. Nee, es macht es. Aber dieses Survival-Feeling ist für mich halt extrem gegeben und da stehe ich drauf. Ich bin halt so ein, oder wir sind halt allgemein so ein Survival-Sucker und deswegen ist es für mich tatsächlich echt geil. Also tatsächlich macht es ja irgendwie Sinn. Ne? Ich nehme jetzt einen Stock oder einen Speer aus meinem Inventar und habe ihn dann in der Hand. Der ist nicht mehr in meinem Rucksack drin. Ne, und dafür ist jetzt mein Faustkeil drin. Also es ist ja irgendwie sinnig. Ne, aber naja. Gut, sei es wie es ist, wie es ist. So, soll ich mal unser Boot herholen? Was hältst du davon? Können wir morgen gleich lospaddeln? Ja. Was war das denn? Oh, die fliegen. Die fliegen, fliegen. Ne, Fledermäuse, geil. Fledermäuse, genau. Ich glaube, ich noch nicht gesehen bisher oder nicht drauf geachtet. Was auch witzig ist, das periphere Blickfeld, da merkt man halt sehr stark, damit kann man weiter gucken. Also wenn ich jetzt den Blick weiter umdrehe, wird die Insel da hinten, also jetzt am rechten Rand, deutlicher, wesentlich deutlicher. Ja, schon. Ja, also das finde ich halt schon sehr auffällig und so riesig habe ich das Blickfeld eigentlich gar nicht eingestellt. So, der erste Krabben-Snack ist fertig. Ja, dann gönn du dir die. Dann bringe ich den nächsten schon mal an. Genau. Ne, ich mache ja keinen Sinn, wenn mir jetzt auch nicht wahr ist. Während ich hier das Boot dran stelle. Mein geschätzter Lebenspartner im Spiel, hast du denn noch ein Kokosnüsschen für mich? Denn ich habe etwas Durst. Ne, ich habe zwei mit. Das ist sehr gut. Ich kann sogar noch eine aufnehmen. Das ist ja irre. Ne, aber ich habe hier noch welche unten. Oh shit, oh shit, oh shit. Ja, was? Oh. Nicht weg. Komm, rein da jetzt. Wir müssen ja auch aufpassen. Durch den Wellengang können uns die Kisten alles verloren gehen. Ja, ich weiß. Glaub mir, du willst nicht einfach so ins Wasser springen. Nee. Auf offenem Meer. Hatte ich auch nicht vor. So, ich zieh dich jetzt durchs Wasser hier. Ich mag zwar gerade im Dunkeln nicht so recht gerne ins Wasser gehen. Also wenn du dich vergiftest, dann hast du natürlich echt ein Problem. Ja, das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Ich bin ja von der Stelle, wo das Vieh war, bin ich ja weg.
meine, ich kenne mittlerweile das Rezept. Für ein Antidot. Genau. Aber diese Pflanze muss man halt auch erst finden. Und diese sogenannte Pipi-Pflanze, wirklich Pipi-Pflanze, ja. Wir wissen alle, Pipi hilft gegen so viele Sachen. Und das ist auch schon wieder so ein Ding. Man muss sich aus Kokosnüssen so eine Flasche bauen. Ne? Und So macht ja auch viele Sinn, Dinge. wenn man sich so eine Flasche baut und da drin sich das Gegenmittel macht und Ja. das dann trinkt. Ne? Aber dass die Kokosflasche dann weg ist und man sich eine neue bauen muss, das ist total affig. Das Bean Team, echt jetzt. ist sinnlos, ja. Bin ich voll bei dir. So, und bevor wir uns jetzt gleich schlafen legen, Noch einen kleinen Snack. Was zu trinken? ich gebe mir gleich noch einen Snack. Trinken müsst ihr drin. Kannst du rausholen. Mit dem Boot. So, das finde ich auch ganz cool. Man muss halt daneben stehen bleiben, um das zu skillen. Das finde ich eigentlich ziemlich geil. So, jetzt habe ich hier ein gekochtes Krabbenfleisch und gönne mir das erstmal. So, Hunger ist bei mir quasi nicht mehr vorhanden. Durst geht noch. Aber, mein lieber Lieblingsmichi, komm doch mal hier zu mir ans Feuer. So, ne? Hier in unserem Häuschen. Das war schon die erste Folge. Das war schon die erste Folge. Das war Mann, die das erste ging aber Folge. fix. Ja, erste halbe Stunde schon rum. Zack, Ja. weg. Und wir haben viel gemeckert, aber es ist tatsächlich trotzdem ein geiles Spiel. Ne? Ja, und auch so hier diesen Blick finde ich jetzt ganz geil. Hier schön mit Feuerchen. Finde ich jetzt Das gerade, mit dem Hut finde ich gerade doof, aber naja. Wenn das nicht da wäre, wäre das cool. Und es baut halt viel darauf auf, dass man alles irgendwie an der Hand hat. Ne? Also man hat Ja. halt eigentlich kein Hut, also dieses Overlay, damit du wenigstens weißt, was du da anklickst. Und das ist von der Sache schick gemacht. Es ist auf jeden Fall eins der schicksten Survival Games, würde ich jetzt sagen, also die Nee, ich jetzt gespielt habe. Forest finde ich zum Beispiel schon viel schicker. Ja, Forest ist natürlich ein richtiger Augenschmaus, aber es ist natürlich auch ein ganz anderes Setting. Ja, völlig anders. Ne, aber so von der Sache her, ja, doch, ist halt schön. Das sah gerade zu falsch aus. Wie ich den Stock aus dem Arsch gezogen habe. Kann man doch mal machen, oder nicht? FSK 18, Leute. Ja. Ne? So, wie dem auch sei. Wir danken euch vielmals fürs Zugucken. Ne? Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder dabei. Wir werden jetzt gleich die nächste aufnehmen und danach gleich die nächste und die nächste und die nächste und die nächste. Ihr dürft aber trotzdem kommentieren und jede Woche können wir uns da weiter austauschen, wenn ihr Tipps habt und sowas. Ne? Gebt die mit rein und vor allem würde mich interessieren, wie geht ihr den ersten Tag in diesem Spiel an? Also wenn man es hier den ersten Tag falsch macht, dann hat man quasi schon verkackt. Genau, wenn man Wahrscheinlich so. haben wir es jetzt schon falsch gemacht. Wenn man so das Wetter wegschmeißt und so, ist das doof. Zweimal. Ja, nee, das eine Mal war ein Messer, das andere Mal war nur so ein Faustkeil. Das ist Ja, ja doof. So ein trotzdem. Faustkeil finde ich auch gut. Schneiden wir raus. Ja, nee, hier wird nicht geschnitten. Nee. Bei mir Okay. ist alles One Cut. One Also, Cut. außer das Intro halt. Aber Ein One-Taker. anderes, ja. Ein One-Taker. Gut, wie dem auch sei. Nee, lasst ein Abo da. Wir gucken nochmal. Moment. Da. Da unten. Da ist der Abo-Knopf. Da müsst ihr aufdrücken. Ne, Jetzt verdient. da ist auch die Glocke. Ne, Ganz wichtig, Glocke ist und immer ganz wichtig. ne, wurde ja geändert. Kurz unter dem Video sind die Kommentare. Da will ich euch lesen. Ne, und zwar ganz viel und macht. Freut euch, denn gleich geht's aufs offene Wasser in der nächsten Genau. Folge. Ne, nächster Schritt für beim nächsten Mal gibt's Inselwechsel, Inselhopping. Ne, auch wenn ich ein bisschen traurig um unseren Shelter bin. Was passiert eigentlich, wenn wir den klein hacken? Kriegen wir Material wieder? Ich glaube, ein Teil kriegen, Material kriegen wir wieder. Ich würde das aber das Ding tatsächlich lassen, denn es bleibt. Alles, was du auf den Inseln hinterlässt, es bleibt. Auch die Kokosnüsse, die du liegen Ja, bleibst und so. gut, haben wir einen Anhaltspunkt, dass wir hier schon mal waren, dass hier nicht mehr Genau. viel zu holen ist. So, jetzt aber wirklich reingehauen. Bis zum nächsten Mal, euer Ragnar Bertelsson Und und no budget nerd. so sieht's aus. Haut rein und bleibt gesund. Ganz Findet wichtig. man nie. Scheiße.